So, weil wir Martin leben in der Lage. Ne? Es läuft halt nicht einmal alles nach Drehbuch. Drei Tage Wildnis im Schnee mit Hund. Biwak im Winter. Digga, du bist komplett im Wasser. Ah, was machen wir denn jetzt? Weiß ich doch nicht, Mann. Was soll ich denn machen? Ein Do-it-yourself Winterschlafsack für Hunde. Es wird doch nicht besser, Fritz. Maya wird nie wieder ohne Schmerzmittel leben können. Eine absolute Katastrophe. Hallihallo, Lülle. Herzlich willkommen in der neuen Folge von Zwei. Mann, stellt euch vor, ihr macht eine Wintertour durch ein verschneites Gebiet mitten in der Natur. Und der Unterschied zu allen anderen ist natürlich, ich habe Maya mit am Start. Wir haben gerade Kilometer gemacht, sind quasi jetzt in so einen Wanderweg rein in die Wildnis und werden uns jetzt mit Schneeschuhen komplett da reinschlagen. Gerrit ist mit dabei, Fritz ist mit dabei. Ja. Moin, Servus, Moin. Ich bin's, ein Schneemann. Ja, ich habe 30 Kilo auf dem Rücken. Maya darf nichts tragen. Sie hat hier aber so ein Wärmepolster an und eine GoPro-Halterung. Maya ist total aufgeregt. Jetzt kannst du laufen. Mach langsam, entspann dich. Leute, die roten Schneeschuhe sehen ja auch geil aus bei Gerrit. Jetzt sehe ich das mal so von außen durch die Kamera. Aber ich glaube, die wollte er eh noch ansprühen. Genau, also ich habe übrigens aus der ganzen Aktion quasi auch ein Video gedreht. Es ist so witzig, mich mal so von außen zu sehen. Ich sehe irgendwie schon ein bisschen wie so ein Michelin-Männchen aus, ne? Aber irgendwie feiere ich es mit dem Anzug. Gut, ich werde jetzt den letzten Schneeschuh anziehen. Es geht natürlich auch die Frage darum, was nehme ich alles mit? Was habe ich extra bei für Maya? Weil es natürlich ein kleiner Unterschied ist. Sonst hat man nur sein eigenes Setup, aber ich habe heute quasi Double Setup bei. Letzten Schneeschuh an und dann gehen wir mal rein da. Mhm. Ob Maya hier durchkommt, weiß ich noch nicht. Gleich sehen. Da sind drüber. Kochtecken. So, kurzer Testlauf. Geht ja noch so eine Gefühle, ne? Geht. Ich werde jetzt einfach mal Maya die GoPro auf den Rücken schnallen, weil ich habe keine Hände frei. Ich muss mich halt darauf konzentrieren, nicht umzufallen. Guckt euch mal das an hier, Leute, ey. Ah, schön. Ja, das war richtig Schnee. Richtig, richtig, richtig Schnee. So gefällt mir das. Was dachten eigentlich die anderen Wanderer von deinem Skianzug? Die haben, also wir hatten am Anfang natürlich, waren nochmal andere Wanderer, die wir gesehen hatten. Die waren etwas verwundert, sagen wir es mal so. In dem Schneeanzug solltest du auch mal zu Penny gehen oder so. Ich fühle das auch. Ich könnte mir auch vorstellen, den einfach normal anzuziehen, so komplett. Viele haben gefragt, warum ist nur Gerrit dabei und nicht Andi? Leute, fragt die Jungs selber. Ich glaube, Andi hatte keine Zeit oder keinen Bock, keine Ahnung. Aber ich glaube, euch sollte auch bewusst sein, dass das keine siamesischen Zwillinge sind. Ne? Also ich glaube, auch jeder hat so sein eigenes Leben und jeder macht auch mal was für sich, so auch wenn die zusammen mit Videos machen, aber die sind ja nicht zusammengewachsen. Ja, da kann doch einer auch mal eine Tour mit wem anders machen. Ja. Echt jetzt? Schnell, ist alles. Ich kann nicht rückwärts, ich bin noch nicht. Ja, da seht ihr, ich stehe knietief in der Pisse drin. Warum, wieso, weshalb, was da passiert ist, wird Martin wahrscheinlich auch gleich erwähnen, aber sieht man dann auch nochmal in meinem Video. So ging die Tour los bei mir. Kann ich nicht, Alter. Digga, du bist komplett im Wasser. Sag's dir ja ganz ehrlich, meine Füße bis hier alles nass, Schuhe komplett. Wir wollten einfach hier rein. Ja. Hier war einfach irgendwie Moor oder See. Das ist hier so ein Fluss oder sowas. Wir machen kurz vorne ein Krisenmanagement, Leute. Weißt du, was ich gerade spannend finde? Und das muss ich mir nochmal angucken. Der Schneetarnanzug, das Weiß hiervon, das wirkt auf der GoPro so grau. Das ist gar nicht so weiß wie hier. Irgendwie wirkt das in real oder auf meinen Bildern anders. Aber durch Martins GoPro, vielleicht ist es bei mir auch so, wirkt der Schneeanzug so gräulich. Ja, komm, kurz Weg zurück. Das war's ja komplett. Das war's komplett. Vor allem Maya kann null. Maya, komm mal hier. Geh mal da rein. Die kann null normal laufen. Das ist krass. Ja, aber in der Spur kann es ja gut laufen. Was machen wir jetzt? Also noch ist alles warm. Ich muss die Leute erstmal auskippen. Wir haben. Krass, irgendwie wirkt es. Ich glaube auch, dass der Tarnanzug hier generell und das Raincover eher so einen leicht blauen Stich haben und das wirkt eher ein bisschen wärmer, ein bisschen oranger, ne?
Also ich finde, du hast schon einen krassen Kontrast so. Nicht so geil eigentlich. Bei den Handschuhen ist es besser, finde ich. Oder es liegt am Material. 2,9 Grad. Kannst gerne mal aufs Thermometer, kannst du mal aufs Thermometer zeigen? Warte. Kann man drauf nehmen. Warte. So rum, minus 2,8. Ja. War hier gerade. Alter, das kann es doch nicht gewesen sein. Das waren vielleicht 50 Meter. Weil du merkst das auch im Schuh, ja? Komplett drüber, alles drin. Ich bin halt überlegen, ob ich jetzt so viel Feuchtigkeit wie möglich versuche rauszuholen, weißt du? Dann auch, du musst jetzt was tun, weil wenn du länger wartest... Geil, wie Maya in den Schnee reinläuft. Der ganze Kopf einfach weg ist. Komplett drin, alles. Oh, shit. Das war's dann komplett. Das darfst du keinem erzählen. Digga, wir haben plus 3 Grad. Ja, ich habe erstmal auf Maya raufgetröpfelt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass sie in dem Moment da drunter stand oder hingelaufen ist. Alter, bei minus 3 solltest du echt aufpassen. Was ist mit deinen Füßen? Ah, was machen wir denn jetzt? Weiß ich doch nicht, Mann! Keine Ahnung, es wird doch nicht passiert! Was soll ich denn machen? Ja, du bist doch hier der Survival-Typ! Ich will jetzt ein Feuer machen! Ja, deswegen dachte ich, ich frage einfach mal Martin, weil Martin ist ja der Survival-Martin. Ich bin ja nur Fritz Meinecke, der Campingkanal. Ich kenne mich ja nicht so aus damit. Deswegen dachte ich, frage ich mal Martin nach einem kleinen Survival-Tipp an der Stelle. Auf dem Weg, scheißegal! Also ich brauche keine neuen Socken einziehen, oder? Nee, ich würde es nicht machen. Spar dir die auf. Einfach instant gefroren, die Scheiße. Das ist schon gefroren. Ja. Und wir stehen hier? 10 Minuten vielleicht? Das reicht nicht, weniger. Oh. Wenn du glaubst, es kann nicht schlimmer werden, fängt einfach an zu schneiden wie Sau. Geil, oder? Aber hier sieht man ganz schön bei den Handschuhen nochmal, jetzt nochmal ein anderer Ausschnitt, dass die von der Farbe her besser passen. Von der Tarnwirkung. Das ist einfach am dick zu schneiden jetzt. Ah, Maya feiert's. Na, du findest das geil, oder? Du findest das geil? Komm hier. Okay, wir haben uns dazu entschieden, auszutesten, wie lange man mit komplett nassen Stiefeln und Füßen, ja, also getränktem Eiswasser weitermachen kann. Fritz, was glaubst du tendenziell? Also meine Idee ist ja quasi mit den Schuhen allem komplett in den Schlafsack reinzugehen. Die mich ausziehen, die gefroren. Okay. Aber ich weiß... Ich weiß nicht warum, ich feiere das irgendwie, mich selbst in diesem Anzug da zu sehen. Ich weiß nicht, ob es halt realistisch ist oder ob ich vielleicht sogar heute Abend in der Dunkelheit merke, ich so, dass es anfängt zu frieren sogar außen. Ja. Ja, dass der Schuh von außen schon friert und dann die Kälte... Ganz kurz zu dem Thema Bäche und bla und dass man es auf dem GPS-Gerät sieht und so weiter. Wir hatten das vorher überlegt und thematisiert, weil wir ja auch wussten, dass da immer mal wieder Bäche sind. Ich bin aber irgendwie fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die ja bestimmt gefroren sind, weil es dort in dem Bereich seit Wochen Minusgrade hatte. Deswegen dachte ich, ey, ist bestimmt alles gefroren, können wir easy rübergehen, so ein kleiner Bach. Ist natürlich Bullshit, weil Schnee drüber, es isoliert, du hast oben vielleicht eine kleine Eisdecke und das isoliert ja alles und es friert dann nicht komplett durch. Ne? War halt ein bisschen dumm. Lange Rede, gar keinen Sinn, es war einfach dumm. Punkt. Man muss halt einfach auch dazu stehen und nicht um heißen Brei drumherum reden. Wenn man einen Fehler macht, muss man sagen, gut, hab ich verkackt, war einfach dumm, fertig. Und warum habt ihr doch kein Feuer gemacht? Du kannst hier kein Feuer machen. Ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen, wie du hier mal eben ein Feuer machst. So, wir haben, und das sieht man in meinem Video, bis zum Knie hoch haben wir Schnee gehabt, ja. Da kannst du vergessen, hier mal eben mal schnell ein Feuer zu machen. Da brauchst du richtig lange, stundenlange Vorbereitung und so weiter, um richtigen Platz zu machen, um das alles freizuräumen, um zu gucken, wo kriege ich hier vielleicht noch ein paar Äste abgebrochen. Und dann, also brauchst du wirklich sehr, sehr lange, um überhaupt ein Feuer in Gang zu kriegen, musst Ewigkeiten was vorbereiten. Und dann kommt hinzu, dass du für so einen komplett durchtränkten Stiefel am Feuer Stunden brauchst. Ne? Du brauchst Stunden, um hier irgendwie klarzukommen. Um das zu trocknen, sorry. Im Chat steht gerade, waren 3 Tage geplant oder wieso heißt Martins Video 3 Tage? Ich weiß nicht, warum das 3 Tage Wildnis heißt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt noch dann... Also er bricht ja ab gleich, das weiß ich ja, weil ich war mit dabei und sieht mir auch in meinem Video. Ich gehe dann mal stark davon aus, dass er jetzt nochmal alleine losgezogen ist und dann irgendwie nochmal 2 Tage lang draußen war und draußen gepennt hat und so weiter. Weil es steht ja 3 Tage Wildnis da. Also gehe ich ja da mal davon aus, dass er ja mal mindestens 2 Nächte oder mal mindestens 1 Nacht irgendwie draußen verbringt. Noch. Okay. Wir sind immer noch auf der Suche. Hier links mal wieder Wasser. Es wird langsam dunkel. Jetzt kommt echt alles aufeinander. Wirklich alles. Geiler Spruch, dass ich schon wieder stoppe, aber geiler Spruch gerade von Turmschuhkrieger 786. Erfahrung
ist die Summe aller Fehler. Finde ich geil. Finde ich, muss ich mir mal abfotografieren. Ich mag es, so kurze, knackige Aussagen zu haben, die das so super treffend sind. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Erfahrung ist die Summe aller Fehler. Ist geil. Finde ich stark, finde ich richtig stark. Einfach mal was Schönes machen. Wollten wir nicht irgendwo rein im Lager? Ja, das war's doch. Das war's doch komplett. Das hab ich doch. Ich wollte da rein. Aber hier ist alles voller Wasser. Und jetzt? Das ist jetzt hier irgendwo drin? Keine Ahnung, kann ich schon gar nicht mehr sehen. Ach, herrlich. Das ist krass. Ich feier diesen Schneeanzug, Alter. Geil. Oha. Ich glaube, ich renne jetzt nur mit so einem komplett anderen Zug rum. Ich finde es irgendwie witzig. Ich habe nicht mal hier Winterhandschuhe. Ich habe hier nur so eine dünne Lederhandschuhe. Ich hau mich jetzt hier rein. Ist mir scheißegal. Es wird doch nicht besser, Fritz. Ich geh jetzt hier rein. Ist das schon wieder der Weg, oder was? Ja. Boah, scheiße. Das ist aber nicht witzig, Mai, was du da machst. Komm mal, den geh vor. Ich hab Schiss. Hier ist das Moor. Hier ist wieder so eine gefährliche Stelle. Ich meine, jetzt war ich ja noch mit dabei. Es kommt ja sicherlich demnächst der Abbruch. Ich bin gespannt, was er noch alles dann auf den anderen zwei Tagen in der Wildnis im Schnee Schönes erleben wird. Weil anscheinend muss er dann nochmal losgezogen sein. Da bin ich gespannt drauf. Weil das habe ich ja, davon weiß ich ja nichts. Ich hab ja auch Stöcker zum Vorstürmen, ne? Bin durch. Boah. Ich bleib hier. Ich werde von irgendwelchen Tannenspitzen erschlagen. Prinz, wir müssen jetzt was machen. Aber hier geht jetzt schon der Fuchs durch. Ja, ja, ich sag mal so, so einen Rucksack ohne Hüftgurte zu tragen, ist jetzt auch nicht so optimal, weil das liegt dir ja voll in der Schulter und im Rücken drin. Die sind ja nicht ohne Grund da, die Hüftflossen. Die hat er ja gar nicht um. Das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Es ist halt ultra windig hier oben. Du jetzt da in den Tiefschnee. Ja, großartig. Dulli! Hast du gepackt? Wir was bringen? Also ich habe lange nicht mehr so eine, Fail-Aktion von uns erlebt. Fällt dir da oben so eine Spitze auf den Kopf, sind wir Mapfelmus. Okay. Mapfelmus. Nee, auch nicht. Ich fühle das gar nicht gerade. Der läuft immer noch. Leute, jetzt zieht ihr noch so einen Sturm auf. So wie so ein Blizzard, der hier gerade durchfegt. Maja, geht's noch? Jetzt wird's geil. Ja, das ist gut. Halt, stopp. Ich lag bei noch ein paar Mal im Schnee drin. Genau, wenn die nassen Füße nicht reichen, dann macht man erstmal einen Schneeengel. Ich glaube, es ist gut, dass Maja das Zeug hier anhat. Ist alles festgefroren hier. Aber das ist gut, wenn es festgefroren ist. Dann hatte ich auch so die Lust. Das ist gut. Es ist komplett gefroren. Der da ist gerade... Das ist, glaube ich, ein Punkt, das hatte Martin ein paar Mal erwähnt in dem Video, aber das ist mir bei der Tour auch erst klar geworden, das hatten mir auch einige von euch geschrieben. In dem Moment, wo die Ausrüstung, die Jacke, was auch immer, außen gefriert, ist das doch perfekt. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ja, jetzt passt mal auf. Weil das ja heißt, dass diese Jacke oder Schlafsack, was auch immer, so gut eure Körperwärme isoliert und nicht nach draußen lässt, dass es außen an der Hülle davon so kalt ist, dass es gefriert. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das tauen würde, würde es ja heißen, die Jacke isoliert nicht gut genug. Das heißt, eure Körperwärme geht durch und geht die ganze Zeit nach außen. Aber in dem Moment, wo es gefriert, heißt es ja, die Körperwärme bleibt drin. Das heißt, wenn das Ding von Maya hinten gefriert, ja, oder auch die Jacke von außen, natürlich nur von außen, gefriert, ist es eine Top-Sache. Weil das zeigt, wie gut das isoliert. Knack. Knack. Alter. Ich sag euch, das hat mit Wald nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur ein Trümmerhaufen. Das Problem ist halt, dieser ganze Wald ist tot. Das ist alles Totholz. Da ist nicht mehr ein lebendiger Baum bei. Und die brechen natürlich ultra schnell. Also, ne, als kleine Info auch, die Lagerplatzsuche war extremst schwierig, weil diese ganzen Bäume, alle, die ihr bisher in dem Video gesehen habt, alle tot, alle Borkenkäfer befallen, ständig am Umfallen und Rumknacken, lebensgefährlich, ohne Scheiß. Und links und rechts vom Wanderweg dauerhaft sieht das Ganze so aus, wie ihr es hier seht. Also du kommst hier gar nicht mit den Schneeschuhen durch, ohne dich komplett in den Schnee zu packen und sonst was. Und selbst wenn du hier durchkommst, bist du hier drin einfach, ja, das ist lebensmüde, da drin zu übernachten.
Es windet hier oben gerade und das Risiko, wenn wir jetzt... Genau, weil du hast nämlich die Schneelast auf den abgestorbenen Bäumen und Ästen und deswegen knackt da ständig was rum. Hier sieht man es auch schon wieder. Hier ist einer umgefallen, hier ist einer weggeknackt. Also da kannst du nicht reingehen. Ist quasi gegen 100%. Kriegen wir safe einen Baum auf den Kopf. Ja. Das können wir also nicht bringen. Wir müssen hier deswegen wieder raus. Deswegen waren wir so lange Kostet unterwegs und haben nach einem Lagerplatz gesucht. Und das bitte, bevor es dunkel wird. Da knackt einfach so safe neben dir so ein Baum um. So komplett random. Knack. Das war krass, oder? Das war krass, ich hab Gänsehaut gehabt. Alter. Wir müssen jetzt auch langsam wirklich ohne, erstmal jetzt Real Talk. Ja, ja. Der Hund muss zur Ruhe kommen jetzt, weil das ist halt einfach schon viel zu viel gewesen gerade. Ja, wir haben gerade meinen Rucksack gewogen, ich habe zu Hause absichtlich nicht gemacht, habe auf 30 Kilo geschätzt, es sind tatsächlich exakt 34. 34. Der hat 24, ich habe 20. Wirklich, das sind 10 Kilo. Aber im selben Rucksack. Im selben Rucksack. Also es geht halt echt noch mehr so. Och, Gerrit, das Ding muss schleunigst lackiert werden. So, ne? Wir sind jetzt gerade an so einem Punkt angekommen. Ich musste leider feststellen, dass Maya inzwischen auch Schmerz anzeigt, was ich ja absolut vermeiden wollte. Wir haben hier gerade eine übelste Peilrunde durch. Wir stehen gerade mitten auf einer Loipe zwischen Wanderweg und keine Ahnung. Da drüben kommen auch schon wieder die Nächsten. Es ist einfach eine absolute Katastrophe, was es hier angeht. Ich entscheide im Wohle meines eigenen Wohles und des Hundes und sage, wir brechen hier ab. Es macht keinen Sinn. Man sieht ganz klar bei Maya hier vorne, wenn sie die Route hängen lässt und das von sich aus schon. Keine Ahnung, wie viele Kilometer es waren, aber es ist halt einfach, es ist komplett Fritte. Naja, so viele Kilometer waren das nicht. Wie viele Kilometer sind wir da gelaufen? Vielleicht 5 oder so, 4 oder 5, denke ich mal. Ich werde mal meinen 34 Kilo Rucksack aufsetzen, ja? Kannst du auf meine Leine von Maya? Ja. Ja, 34 Kilo ist halt echt gestört, ne? Das ist halt ultra gestört. Aber da ist halt auch Wasser drin für Maya, das Hundefutter für 3 Tage drin. Es ist, wo es ist. Back in town. Wieder zurück. Maya macht gerade Musik. Komm mal hoch mit deinem Rücken. So, und hier sieht man das jetzt ganz deutlich. Seht ihr das? Bedeutet halt, dass Maya Schmerzen hat. Weil ich glaube, es war vielleicht für den Anfang, was auch eigentlich nicht geplant war. Oh, Moment, sorry. Ich habe da Sherlock Holmes ermittelt. Ich habe da was gesehen. Weil ich glaube, es war vielleicht... Eieieiei. Hier sehe ich ein ganz klares Problem. Der gute Play-Button hängt schief. Klar, da ist der Apro vorprogrammiert. Für den Anfang, was auch eigentlich nicht geplant war, war es einfach vielleicht ein bisschen viel. Maya, komm auf den Platz, leg dich hin. Kannst dich ausruhen. Kriegst du jetzt noch eine Lieblingswurst, leg dich hin. Gibt's noch eine Mayas Lieblingswurst. So, bitteschön, mein Schatz. Lass dir schmecken. Oh. Morgen zeige ich euch draußen in der Wildnis das Loadout, was man halt einfach beihaben muss, wenn man mit einem Hund rausgehen sollte. Kurz kuscheln. Einmal kurz kuscheln. Es tut mir leid, Mausi. Hast du gehört? Tut mir leid. Ich glaube, wir werden dann nochmal vorstellig beim Tierarzt. Aber bei einem anderen Tierarzt. Ne, Maya, mal eine andere Meinung holen. Krieg ich einen Kussi? Es war übrigens ultra krass. Wir sind gerade auf dem Rückweg gewesen. Wir sind auf die Autobahn rauf und es hat angefangen. Ein absolutes Schneechaos. Maximalgeschwindigkeit 60 bis 80 km/h. Das war richtig krass. Ich bin froh. Ja, während ihr in eurem schön beheizten Auto saß und nach Hause gefahren seid, lag ich im Schneesturm, im Tiefschnee unter meinem kleinen Minitarp, mein Freund. Das wird hier nicht erwähnt, weißt du? Dass wir auch heil zurück sind. So, bevor wir jetzt aber rausfahren und Loadout machen, fahren wir beide erstmal in eine Tierklinik. Weil die erste Behandlung bei Maya keinen Erfolg gezeigt hat, also es war ja auch nur Schmerzmittel, habe ich mich jetzt dazu entschieden, quasi in eine Klinik zu fahren. Da gehen wir jetzt beide rein. Ich hoffe, dass die mir weiterhelfen können, beziehungsweise Maya helfen können. Sieht aus wie Baumarkt. Wir sind jetzt gerade raus bei der Tierklinik und erstmal dickes, fettes Danke an die Tierklinik überhaupt. Die haben mir sofort Maya Tabula Rasa gemacht, Röntgenbild, Blutwerte, alles auf einmal. Und dabei kam raus, dass Maya eine sogenannte Arthrose hat. Und zwar ist die komplette Wirbelsäule oben, also die Wirbel müssten frei sein, die sind halt so verbunden, die sind halt mit so einer Verknöcherung. Und da entstehen halt diese ultra krassen Schmerzen. Aha. Okay, also hier ist es frei. Und hier zum Beispiel auch, ist es verbunden oder was? Wächst da der Knochen an den anderen Knochen oder wie ist das? Also sind das quasi so ist es normal und dann wächst aus dem Knochen irgendwie was rüber und verbindet sich oder was?
Maja wird nie wieder ohne Schmerzmittel leben können. Wir überprüfen regelmäßig die Blutwerte. Von der Sache her sollte Maja dann schmerzfrei weitermachen können. Hätte ich das gewusst. Die Wirbelsäule wird zur Stange. Ja, die wachsen zusammen. Ach, krass. Das wusste ich gar nicht. Also klar, das Wort Arthrose oder so habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das ist oder so. Gibt es ja bei Menschen, glaube ich, auch, ne? Hätte ich das Ganze überhaupt gar nicht erst angefangen. Ich habe meiner alten Tierärztin vertraut, habe gedacht, okay, ist Verspannung ein Hexenschuss? Das war es eben nicht. Als allererstes erstmal die Schmerzmittel geben, also erstmal was zu fressen, dann die Schmerzmittel und dann... Die Bandscheibenflüssigkeit läuft aus und der Knochen wächst zusammen. Ach, krass. Okay. Das kann quasi auch in anderen Knochenbereichen passieren. Dann sollen die auch schon nach 4 Stunden gut wirken. Wir werden keine Übernachtung drehen, sondern ich werde euch das Loadout zeigen. Ganz entspannt. Das hat mich doch schon... Ja, mich schon... Ist egal. Also, ich melde mich gleich nochmal, wenn wir dann... Maja. Wenn Maja quasi ihr Schmerzmittel bekommen hat und ich merke, dass es ihr einfach besser geht. Okay. Tut mir leid, richtig. Maja und ich sind nochmal raus, um zu zeigen, was für Loadout man halt braucht. Wir haben jetzt auch ein bisschen gewartet, weil die Schmerzmedikation... Oh ja, der ist ein Kameramann am Start. 4 Stunden braucht, bis sie wirkt. Also ganz ehrlich, alleine das jetzt schon, dieses Bild von Maja ist jetzt schon ein komplett anderes, als was ich heute Morgen hatte. Knabbert da furchtbar auf ihrem Stock rum, biegt quasi ihren Rücken komplett durch. Das würdest du nicht machen, wenn dir der Rücken wehtut. Ich bin gespannt, warum ich 34 Kilo auf dem Rücken habe. Wir packen einfach mal aus. Auch hier ist ein bisschen der Winter eingekehrt. Ah, Chris am Start. Also, zwar nicht so schön wie im Harz, aber... Die Schneeschuhe hast du es mal weggelassen. Ah, im Harz war er also. Okay, nee, dann ist ja gut. Dann wissen wir ja alle Bescheid. Ja, die braucht man jetzt tatsächlich nicht. Nee, du brauchst tatsächlich einen großen Rucksack. Das sind hier 100 Liter plus minus irgendwas. Das ist das Rangepack MK2 von... Also, ich hatte 20 Liter mit, Gerrit hatte... Kilo. Ich hatte 20 Kilo mit, Gerrit hatte 24 Kilo mit und Martin hatte 34 Kilo mit. Aber darf man natürlich nicht vergessen, mit dem Hintergrund, er hatte auch noch Zeug für Maja mit, ne? Ob das Ganze jetzt 14 Kilo rechtfertigt? Gut, ey, im Endeffekt ist scheißegal. Es muss ja jeder das mitnehmen, worauf er Bock hat, ne? Muss ja, kannst auch 300 Kilo mitnehmen, wenn du Bock drauf hast. Ja. Von Tasmanian Tiger, ein ultra krasser Lastenesel. Wie gesagt, ich bin auf 34 Kilo. Wir werden auch gleich sehen, warum. Schneeschippe? Hab ich auch mit. Natürlich auch das Kameraequipment. Okay, gut. Martin hat halt viel, viel mehr Kameraequipment bei. Ich habe zum Beispiel mein Kameraequipment immer in den, gerade im Winter, in den Brusttaschen, innenliegend von meiner Jacke, die ich anhabe. Weil sonst kriegst du sofort einen Lockdown. Lockdown wahrscheinlich. einen Cooldown von den Akkus. Genau. Das ist bei mir auf jeden Fall schon mal deutlich kleiner und minimalistischer. Wie, was eine Powerbank hast du hier drin? Du hast halt einen Haufen Zubehörteile. Kamera Inception, meine Kamera läuft und dann lass uns tauschen. Cool. So, da können wir nämlich die jetzt auch... Na gut, Martin hat auch 2 Kameras dabei. Ich habe halt nur eine bei. Ausmachen. Und womit fängt man eigentlich an? Ganz klar, vorne mit dem Zelt ist ganz wichtig. Ich habe ein neues Zelt extra für diese Wintertour mir organisiert. Das hier ist der Bunker. Grüße gehen raus an Sigi, vielen lieben Dank, denn der hat mir das zur Verfügung gestellt. Gibt es tatsächlich im survival-techgear.de Shop. Ich habe einen Link in die Beschreibung gepackt, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das gleich seht. Schaut mal beim Sigi vorbei. Snackpack Bunker. Genau. Ja. Ja. Ah, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Zelttyp irgendwie so. Biwaksack ist noch was anderes, finde ich schon geil. Aber Zelt ist mir irgendwie... Klar, eigentlich müsste ich auf Zelt gehen, weil ich bin der Campingfritz, machen wir uns nichts vor, ne? Aber... Wobei, in seinem Shop gönnt euch, werdet gleich sehen, das ist ein geiles Teil. Ich behalte natürlich die ganze Zeit Maja immer noch ein bisschen im Auge. Jetzt, wo wir wissen, was Maja hat, die Ärzte dazu geraten, gerade in so Novembermonaten oder wenn es feucht und kalt ist, so eine Jacke anzuziehen. Habe ich extra besorgt. Die Jacke ist absoluter Müll. Warum? Kauft euch nicht den Schrott von Hunter. Hier drin waren so eine Gummibänder, die konnte man hier festmachen. Da sind mir gleich die ersten Knöpfe abgerissen. Auf der Seite sind noch ein paar, auf der sind gar keine mehr. Hier, sind alle weg. Okay. Das ist absoluter Schrott, wirklich. Ich bin so ultra enttäuscht. Das ist echt schlecht durchdacht. Muss ich mal ein Jagdzubehör. Optisch finde ich die aber gar nicht schlecht. Sie ist halt so ein bisschen so, ja, so traditionelle Jagdbekleidung, so sieht das so ein bisschen aus. Oder so. Oder ihr habt eine geile Idee für eine Jacke für Maja, dann rein in die Kommentare. So, ne? Mal halt nicht irgendwo draufsitzen. Und ich habe es nicht ohne Grund so hingestellt, denn das ist der Eingang. Tatütata, der Eingang ist da.
Ja, das ist schon. Ach, krass, hast du natürlich einen ordentlichen Raum, ne? Nee, oder doch? Also ich find's irgendwie geil, ich feiere das mega. Du bist auch irgendwie so inkognito, keine großen Fenster, keine Schnickereien. Naja, inkognito, ich weiß ja nicht, wenn du so ein riesen Zelt dahin trömmelst, wo du da inkognito bist, lol. Hab ich so auch noch nicht gesehen, finde ich ultra fancy, aber ich liebe ja sowas, neue Ausrüstung, neue Zelte. Aber von der Farbe her, wir können ja mal gerne so ein Müh weggehen. Ja. Mal, ja. Wie das da verschwimmt mit der Oberfläche. Stimmt, das verschwimmt auf jeden Fall, das sieht man kaum noch, ne? Ja doch, ist nicht schlecht. Hier auf der geraden Linie. Ah, ist schon cool. Doch. Es hat eine Gewichtsangabe von 3,4 Kilo. 3,4 ist halt schon eine Ansage, ne? Das ist halt, ja. Naja, ist halt so. Zelte sind halt schwer. Außer du hast so eine Ultra-Light-Zelte, die gibt's natürlich auch. Aber, ja, da kommt halt, es halt, liegt halt ein Stöckchen auf dem Boden, ein Steinchen, ist es halt Fritte irgendwie, weiß ich nicht. Oder 3,5, also ganz normal wie alle anderen Zelte auch. Natürlich hast du auch noch Heringe bei, weil so sieht es ein bisschen eingefallen aus. Wenn jetzt hier richtig lospladert, ist natürlich nicht so cool. Ja, guck mal, ne? Siehst du selber, hat schon wieder eine komplett andere Spannung jetzt das Zelt, wenn die Heringe drin sind. Hier vorne habe ich mir Vorräte reingepackt. Ich habe zum einen, wenn ich wollte so einen Mischmasch machen. Habe ich hier Tactical Food. Das ist halt so gefriergetrocknet, schmeckt ultra lecker. Am allergeilsten ist Rice and Pudding. Das ist halt für mich so, also Rice, Pudding and Beers. Also so blau. Beers? Berries. Nee, Martin isst zum Frühstück gerne Milchreis mit Bier. Blaubeerpudding. Berries, nicht Beers. Ja, Berries, sorry. Dann habe ich überlegt, okay, wenn wir da draußen irgendwie Feuer anmachen wollen. Lol, er hat einfach zwei Pakete Grillanzünder dabei. Alter. Kommt gleich noch der Klappgrill. Was wiegt dein Observer? Der Observer wiegt 1,75 Kilo. Das ist sehr, sehr schwer. Jetzt kommt aber das große Aber. Ihr müsst ja überlegen, dass ihr euch dadurch zum Beispiel eine Bodenplane spart. Und wenn ihr diese Ultraleichtzelte euch anguckt, die zum Beispiel ein Kilo wiegen, dann könnt ihr euch gerne mal die Bodenhaut davon angucken. Die ist hauchdünn, ja. Das heißt, für die meisten Ultraleichtzelte, wenn ihr die nicht kaputt machen wollt, braucht ihr noch ein Footprint, das wiegt auch nochmal 500 Gramm. Und dann bist du bei so einem Zelt auch bei 1,5 Kilo, ja. Ich hatte mit Martin jetzt neulich schon wieder die Unterhaltung bezüglich Zelt, weil er jetzt noch was Neues hat im Ultraleichtbereich. Das wird er sicherlich euch auch zeigen. Und er hat da ein Zelt, das wiegt ein Kilo. Und da habe ich gefragt, ich so, hast du das Footprint dazu? Weil der Boden ist ultra dünn und fein. Hat er gesagt, nee, ich gehe auf Risiko, wenn ich in der Löcher drin, habe ich Pech. So, ja, würde er das Footprint noch dazu kaufen, wäre er auch bei 1,5 Kilo oder sowas. Und daher sage ich mir, okay, ich nehme lieber den Observer mit 1,75 Kilo in Kauf, ja, habe aber dort eine komplett robuste Hülle. Das heißt, ich kann da rein dann zum Beispiel eine Ultralight-Isomatte packen. Ich kann da rein dann auch einen sehr, sehr leichten Schlafsack packen, weil ich komplett rundum versorgt bin. Ich habe mir da so ein kleines neues Setup überlegt, mit der ich auch demnächst eine Tour plane und so weiter. Das werde ich euch zeigen. Da gibt es einen neuen Rucksack, da gibt es einen neuen Schlafsack, da gibt es auch eine andere Isomatte, die ist nicht neu, aber die kennt er noch nicht im Detail. Aber der Observer bleibt gleich als Basis. Das ist quasi das Schwerste dann daran, aber bietet halt den Rundumschutz. Aber jetzt machen wir hier mal weiter. Nicht anzünden, weil es ist halt nass kalt, ne? Das ist halt ultra schwer. Dann hier haben wir die Kocheinrichtung. Da bin ich ganz easy auf Kaffee mit einem Kocher. Das Setup kennt ihr aber schon, da brauche ich nicht. Nee. Okay, er hat halt ultra viel Zeug mit. Mit noch zwei Bechern, noch einen Gaskocher, mit noch einem. Ich habe halt meinen kleinen Esbit-Kocher mitgehabt. Klar, da kommst du halt auf 34 Kilo. Und hier noch so eine Zange, 80 mal Kaffee, das alles noch in einer Riesentasche drin. Klar, dann kommst du, dann braucht man sich nicht wundern. Näher drauf eingehen. Wieder Mittag, Mashed Potatoes und Bacon. Für den Abend. Und natürlich für zwischendurch. Ein paar Nüsse, Fett, ja, für den Kopf, ja. Super. Und ultra wichtig natürlich. Hey, die dürfen auf keiner Tour fehlen. Und zwar die guten alten Megabytes. Richtig gutes Zeug. Und jetzt muss ich mal kurz eine Lanze brechen. Runtime ist mir kein Mittag, kein Frühstück. Ja, überzeugt euch einfach. Also mich und wenn, denn auf der Seite habe ich Mayas Fach eingeteilt. Für draußen. Generell noch eine kleine Info an euch. Und zwar, ich habe ja mir so ein kleines eigenes Ehepaar zusammengestellt. Das habe ich kurz schon erwähnt bei der Wintertour. Also bei dem Video, was heute rausgekommen ist.
Was ich euch noch mal in einem anderen Video zeigen möchte. Die zweite geplante Wintertour, die eigentlich stattfinden sollte, die wäre eigentlich jetzt gerade in dem Moment, ist leider abgesagt aus Gründen, die ich hier nicht erwähnen darf, kann und so weiter. Ist egal, spielt auch keine Rolle. Aber das werde ich euch dann demnächst andermal zeigen, wenn es halt passt. Ja, weil ich mir da selbst so ein 24-Stunden-Rationsding zusammengestellt habe. Aber aus Sachen, die man halt im Supermarkt kaufen kann. Und genau, das werde ich euch demnächst zeigen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Außen würde ich immer auf, nee, das ist noch meins. Ich habe mir noch so, aus der EPA-Packung habe ich mir noch so Kekse mit rausgenommen. Hier so ein bisschen. Ich muss sagen, das ist ja vom neuen EPA, salzige und süße Kekse, die sind scheiße. Das sind nicht mehr die Panzerkekse. Die Panzerkekse, die feiere ich, die finde ich gut. Aber die neuen finde ich irgendwie nicht so. Leberwurstpaste. Maja, hier haben wir deine Lieblingswurst. Die heißt wirklich so. Was, Lieblingswurst? Oh, das habe ich hier. So. Die ist natürlich mal. Ultra gut für zwischendurch, gerade wenn du mal jetzt nicht die Zeit hast, irgendwie noch groß. Hä? Das ist quasi der Megabyte der Hundewelt. Ich würde gerade sagen, das ist jetzt für ihn oder für einen Hund? Nee, ist für einen Hund. Das kann halt auch nass werden, ne? Ja. Kann halt nichts passieren. Ja, entschuldige mal, mach mal ruhig. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, aber ich zeig's einfach nochmal ganz für die Leute, die neu dabei sind. Mhm. Das ist halt einfach, eigentlich ist es ein Abwaschbehälter von der Bundeswehr. Wenn man den aber umkrempelt, dann hast du halt einen perfekten Fressnapf, der nichts wiegt. Nichts wiegt. Naja. Aus einem dicken LKW-Plane wiegt er wahrscheinlich auch seine 300 Gramm. Aber ist ja auch egal. Wir sind ja gerade nicht im Ultralight-Bereich. Haben wir hier luftdicht verpackt. Puder. In einer guten Ikea-Tüte. Hundefutter für Maja. Das sind, glaube ich, 4 Portionen. Mehr sind das gar nicht. Hier oben im Topfach haben wir noch ein paar Handschuhe. Das Ding ist halt, ich habe keine richtigen Winterhandschuhe. Gerrit und Fritz, die hatten halt richtig dicke Handschuhe. Naja, klar, wenn ich im Winter in Tiefschnee reingehe, dann habe ich doch Winterhandschuhe an. Lull. Und ich bin da den ganzen Tag mit denen hier rumgerannt. Aber warum? Das sind halt wirklich nur so eine ganz dünne, hier so eine dünne Lederhandschuhe. Eine Taschenlampe, ja, braucht man. Ein Messer, ja. Auch wichtig. Ja. Paracord, weil ich wollte ja eigentlich was bauen draußen. Ein schönes Schneeschelter wollte ich bauen. Es hieß ja eigentlich, ja, wir laufen ein bisschen, machen ein bisschen Strecke, nicht weit, halbe Stunde und dann schön irgendwo rein und dann Lager leben. Ja, daraus wurde aber nichts. Ja, so, weil wir mal den Leben in der Lage. Ne? Es läuft halt nicht immer alles nach Drehbuch. Wenn man sich das natürlich irgendwie so wünscht und vorstellt, von einer halben Stunde war übrigens nicht die Rede, aber ist auch egal. Nee, aber klar, der Grundgedanke war, komm, wir laufen rein, so ein Stündchen oder sowas und dann suchen wir uns ein schönes Lager. Haben wir auch gemacht, nur weil man halt keins gefunden. Ne? Und dann ist halt die Frage, ob man sagt, okay, man bricht halt dann ab oder man sucht halt so lange weiter oder findet halt eine Lösung. Ne? Martin, 34 Kilo auf Rücken und gib ihm. Hier habe ich einen kleinen Hobo drinne. Dass man halt mal so ein kleines Feuerchen machen kann. Wärmepads, nicht nur für mich, sondern auch für Maja war der Gedanke. Mülltüte. Ich habe natürlich auch Holz mitgeschleppt, weil ich ja wusste, da draußen gibt es nichts. Kienspan eingepackt. Richtig gutes Zeug. Richtig schwer zu kriegen. Da kann man sich immer mal ein kleines Feuerchen anmachen. Und vielleicht, wenn man Glück hat in der Nähe, daraus ein großes Feuer. Ja, da brauchen wir brauchen wir nicht wundern, wenn man noch 34 Kilo kommt, so viel Zeug wieder dabei ist. Mit irgendwelchen Wärmepads und noch ein Hobo, noch eine Tasse, noch einen Gaskocher, noch ein... Ne? Ich habe noch eine Stirnlampe für Maja, weil ich habe ja eine, aber Maja braucht ja auch eine. Wie macht der Hund? Prima. Kommen wir jetzt zum Innenbereich. Ganz wichtig, ein Handtuch für Maja war unabdinglich, damit man sie halt trocken rubbelt, bevor sie im Schlafsack geht. Weil nass im Schlafsack, wisst ihr selber, frierst du trotzdem. Nein, nass im Schlafsack friert man nicht, wenn man Synthetik hat. Das habe ich ja bei mir auf jeden Fall getestet. Aber du kannst natürlich trotzdem ein Handtuch mitnehmen und den Hund trocken machen, klar. Aber dieser Glaube, dass man quasi, wenn man nass ist, im Schlafsack friert, ist Quatsch. Auch wenn man nass in den Schuhen drin ist und die eine Füllung haben, das isoliert weiterhin. Auch bei Nässe. Außer es ist halt irgendwie sowas wie Daune, weil die verkleben halt dann. So, Kamera-Equipment. Es fängt gerade an zu schneien, zu regnen und irgendwas passiert gerade. Wir gehen jetzt einfach, wir gehen jetzt rein ins Zelt. Geh rein. Ach, jetzt hat er sogar noch Leuchten fürs Zelt mit. Ja gut, das ist... Ja, jetzt weiß ich langsam, warum er auf 34 Kilo kommt, wenn er da nochmal 2 Lampen nochmal fürs Zelt drin hat. Ich leuchte mich halt einfach mal mit der Kopflampe aus und dann ist der Drops gelutscht. Das nutze ich halt zum Filmen und halt auch zum Ausleuchten. Beziehungsweise habe ich noch so eine kleine OLED-Taschenlampe als Backup dabei, um auch mal ein bisschen größer was auszuleuchten. So, was steht hier gerade? Er macht das aber nicht so oft, so viel Kram, wie er dabei hat, oder? Sonst würde er doch ein wenig kleiner packen, weil man merkt, was man nicht benutzt braucht. Ja, also Martin macht schon viel Kram draußen und seine Videos und seine Projekte und sowas, aber ich glaube, diese... Oh, ne, was heißt ich glaube? Also berichte ich mich, wenn ich falsch liege. Aber dieses klassische,
Touren. Also sprich, wir packen den Rucksack und dann gehen wir für 1, 2, 3 Tage raus mit Übernachtung, laufen nochmal eine Strecke, machen wieder neues Lager. Sowas macht Martin ja eigentlich gar nicht, oder? Ich überlege gerade. Wann hat Martin denn die letzte Tour gemacht? Na, Schweden. Aber Schweden ist was anderes gewesen, da waren wir mit dem Boot unterwegs. Aber ich glaube, sonst ist das schon lange her, oder? Weil Martin macht halt immer Survival-Selbstversuche oder baut an seinem Bunker oder am Monster-Shelter und sowas. Aber diese klassischen Touren mit Rucksack einfach durchziehen, Kilometer machen, Lager aufschlagen und so, macht Martin eigentlich gar nicht. Ich denke mal, deswegen hat er auch einfach das reingepackt, weil er dachte, also Martin war, glaube ich, mit einer anderen Herangehensweise dran. Er dachte, wir laufen da, keine Ahnung, eine halbe Stunde in den Wald rein und dann ist gut. Und dann sind wir da 2, 3 Tage im Wald und dann hauen wir wieder ab. Aber das so war ja eigentlich auch nicht richtig der Plan. Der Plan war ja schon, dass wir auch zwischen den Tagen nochmal laufende neue Lager aufschlagen und so weiter. Prima. Prima. Super. Ja, moin. Dann machen wir jetzt eine Kamera-Inception, die zweite. Ja, hat man da so ein bisschen größeres Raumgefühl, ne? Ach Gott, hier. Das ist meine Isomatte. Ist ja die Expert Downmat. Kommen wir zu. Oh, ja. Ich habe für Maya tatsächlich ihren eigenen Winterschlafsack gebastelt. Das ist geil. Wie habe ich das gemacht? Feier ich. Eigentlich ganz einfach. Ich habe mir einen XXL Sabotta Winterschlafsack genommen. Der war halt, der war Fritte, der war komplett fertig, weil der Reißverschluss kaputt war. Ich habe den einfach in der Mitte durchgeschnitten. Konnte mir deshalb auch mal die Füllung angucken. Ah, ist ganz spannend, dass man das auch mal sieht, wie das innen drin aussieht, ne? Daraus ist Mayas Schlafsack entstanden. Hier vorne habe ich einfach, hier siehst du es, da siehst du es ganz super, habe ich einfach zugenäht. An den Reißverschluss einfach hier oben was draufgenäht. So kann nämlich auch nicht ja, das der Reißverschluss gut einfach rüberrutschen und weg ist weg. So flupp, ne? Siehst du, geht halt nicht. Ja, so geil. Ein Do-it-yourself Winterschlafsack für Hunde. Finde ich geil. Hinlegen, einfach hinlegen. Genau, so perfekt. Erstmal ist es eine ultra coole große Decke, Steppdecke. Und hier ist jetzt der Vorteil, warte. So, ich klappe den hoch, klappe den zusammen. Und kann den halt extrem entspannt zumachen. Kein Stress für den Hund, kein Stress für den Menschen. Und Maya hat einen XXL. Ich frage mich, ob sie da wirklich drin schlafen würde oder ob ihr das viel zu warm da drin ist. Ich weiß nicht, Hunde haben ja so ein ganz anderes Klima- und Wärmeempfinden. Das wäre mal spannend zu wissen, ob sie da wirklich drin bleibt die ganze Nacht oder dann irgendwann rausgeht. Winterschlafsack, kann sich ein bisschen aufwärmen. Oder auch jeder Hund unterschiedlich ist. Ey, das ist ultra fett, das ist richtig geil. Ja. Natürlich gehört dazu auch eine richtig gute Isolationsschicht. Hier haben wir eine Isomatte, die ist eigentlich für Menschen gedacht. Es gibt für Hunde ultra wenig aufblasbare Isomatten, die halt irgendwie funktionell sind. Der Vorteil bei der hier ist, zeige ich euch auch sofort, sie ist nicht ultra lang. Guck mal, das ist schon die Länge der Isomatte. Und die ist auch selbst aufblasend. Na, die ist halt für den Hund genau ausreichend, ne? So, ja. Die ist halt, das war's. Und bevor ich jetzt Maya aber wieder reinhole, um sie in ihr Setup zu packen, kommt jetzt mein Schlafsack. Ich hab den, oh Gott, ah, für mich Defense den 6. allergeilsten Schlafsack on Earth, den Carinthia Defense 6. Auch hier ist der Link in der Beschreibung. Geiles Teil, kann ich nicht anders sagen, wirklich. Von der Verarbeitung her, in all den Jahren, wo ich Carinthia nutze, wo ich quasi immer die Schlafsäcke habe, ist mir noch nicht einer kaputt gegangen, einer gerissen oder sonst irgendwas passiert. Ist mir noch nie passiert. Also geiler Schlafsack, wenn ihr sucht Winterschlafsack, Carinthia Defense 6, ohne Scheiß. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Hey, hier, geh mal auf deinen Platz. Maya. Komm, geh mal in deinen Schlafsack. Leg dich mal auf deinen Platz. Leg dich hin. Oh, das ist ja cool, oder? So, ich korrigiere dich mal ganz kurz ein bisschen. So ist gut. Aber auch nicht viel, weil der ist ja ultra groß, der Schlafsack. Hier ist die Isomatte. Das Video geht noch ein Stückchen, aber mir fällt jetzt schon eine Sache auf. 3 Tage Wildnis im Schnee mit Hund? Hallo? Hä? Was hat's denn damit auf sich? Also bis jetzt habe ich gesehen, dass Martin 4 Stunden lang draußen im Schnee spazieren war und jetzt einen Rucksack zeigt. Aber das hat doch nichts mit 3 Tage Wildnis im Schnee mit Hund zu tun, oder? Ich glaube, es sollte 3 Stunden heißen. Ah, er hat sich verschrieben, meint ihr? Ist ein Arbeitstitel? Ja, das könnte sein. Tatsächlich. Ja, ich denke mal, er hat entweder verschrieben, es heißt eigentlich 3 Stunden Wildnis im Schnee mit Hund. Ah, okay. Ja, ja. Oder ist ein Arbeitstitel. Ja, sorry, mein Fehler. Sorry, habt recht. Ja. Liegt halt auch komplett drauf, also sie bewegt sich hier zur Seite. Aber so ist jetzt hier das einzelne Hütchen. Passt gut aus. Damit sie jetzt aber hier nicht denkt, sie muss hier schlafen gehen. Auch mal ein bisschen auf. So. Gerne hätte ich natürlich jetzt auch eine Testnacht gemacht, aber ich kann es einfach nicht verantworten. Ich gehe kein Risiko mehr ein, was Maya angeht. Deshalb packen wir jetzt zusammen
und fahren wieder nach Hause ins Warme. Wenn ihr bei einem Titel 3 Tage Wildnis im Schnee mit Hund nicht eine Übernachtung zu haben, finde ich schwierig. Also Titel finde ich schwierig. Bock auf die Sachen habt, die ihr gerade gesehen habt, sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Damit bin ich raus. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Mal. Und wir beide zusammen sagen... Ciao! Maya möchte raus, ich sehe das. Na, los geht's. Okay. Au, die hat Alter, aber auch ein Talent. Macht's gut. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp. Sehr gut, schaut beim guten alten Survival Martin vorbei und ich freue mich schon auf die nächsten 3 Tage Wildnis ohne Übernachtung auf jeden Fall. Das wird heftig. Geil, nice.